So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Das ist der Hannes. Ne, das ist der Adi. Und Pupsi hat was bestellt. Das hat sie gesagt, ob ich das mal auch auspacken möchte für ein Video. Ich glaube, sie hat ein Abonnement abgeschlossen bei irgendeiner unseriösen Seite, wo sie jetzt 3 Monate eine Snackbox bekommt. Aber die erste war irgendwie kostenlos. Ich halte davon nichts. Ich möchte mir die Snacks selbst aussuchen und nicht überraschungsmäßig irgendwas dazu geschickt bekommen. Wenn ihr das kennt, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben. Das ist nämlich hier das und da steht, andere würden dafür extra Werbung machen, weil sie bezahlt werden. Ich rate dringend davon ab. Aber wenn Pupsi das schon hat, dann gucken wir natürlich rein. Der Karton sieht ja ganz super aus. Snackbox, vernasche die Welt. Oder verarsche die Welt, könnte man auch sagen. Adi, was sagst du? Verarsche die Welt, vernasche die Welt, das ist die Snackbox. Wenn ihr es mal so haltet, ist hier nichts. Hier steht Europe, also Europa. Hier steht Amerika. Ja, und hier steht Asia, also Asia. Asia, America und Europa, also Europe. So, jetzt müssen wir das Ganze aufmachen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht genau, was. Sie hat ja gesagt, da gibt es irgendwie was, was eher so wie Chips und Zeug und hin und her. Also eher was zu knabbern und dann gibt es auch was, was eher süß ist. Süß, denke ich, Schokolade, Gummibärchen, irgendwelches Schaumstoffzeug. Aber in der Süßen sollen auch wahrscheinlich Getränke drin sein. Süße Limonaden. Jetzt machen wir das mal auf. Hier steht, dein monatliches Abenteuer beginnt jetzt. Und wenn es nur einen Monat geht, dann habe ich ja meine Ruhe. Das scheint diesmal eine Box aus England zu sein. Ich muss sagen, eigentlich gefällt mir das sogar ganz gut, muss ich sagen. Dieses, wie du da begrüßt wirst und das Design und das da extra, das für ein eigenes Land steht. England, jetzt wirkt es trotzdem, als würde ich Werbung machen. Hier kannst du das dann aufmachen. Cherryo, Naschkatzen. Dann habt ihr hier wichtige Infos dazu, was alles so über England wichtig ist. Ihr habt da Fun Facts, ihr habt Country, Country Info, Fun Facts, Let's Explore England. Also das ist schon anschaulich gemacht. Was ist in der Box? Na, das würde ja jetzt den Inhalt verraten. Zutatenverzeichnis haben wir auch noch dabei. Harry Potter Quiz, Yem Rolly Poly ist auch noch da. Also irgendwie ein Rezept, wie ihr hier so ein komisches Ding euch macht. Und ansonsten sieht das eigentlich sehr cool aus. Hier sind auch noch Postkarten mit drin, sehe ich gerade. Also eine Postkarte auch von England als kleines Schmankerl, als kleines Gimmick. Das ist ja wie eine WrestleCrate UK Box, nur halt nicht mit Wrestling-Inhalt, sondern halt mit Inhalt, wo man wirklich mal was lernt und mit dem man auch was anfangen kann. Erstmal die WrestleCrate UK Box gedisst. Nee, aber sieht auf jeden Fall interessant aus. Wir haben als erstes hier Walkers Baked Wotsits Flaming Hot Flavor Corn Puffs. Das sieht aus wie, wie Erdnusslocken, ne? Von Walkers. Sind gebackene Wotsits. Gibt es noch in anderen Geschmacksrichtungen als Really Cheesy und Sizzling Steak. Die sind hier hinten drauf. Aber das ist Flaming Hot. Ein kleines Tütchen. Was Scharfes ist immer gut. Scharfe Erdnussflips, ja. Freue ich mich total. Dann aber hier Walkers. Das ist die Supermarke aus England. Walkers Puggering Pickled Onion. Also verkrüppelte Zwiebeln mit in Kruste eingedingstes irgendwas zum Snacken. Wie sieht das? Das erinnert mich irgendwie an Lay's, oder? Das sieht doch aus wie Lay's. Lay's hat doch auch so einen ähnlichen Schriftzug oder irgendwas, dachte ich. Vielleicht ist es auch wieder ganz anders. Dann haben wir hier von Swizzles. Swizzles Drumstick Juice mit 5 Double Flavors. Which will you choose? Also so Kaubonbons, die alle 2 Geschmäcker gleichzeitig haben. The Original Raspberry und Milk. Strawberry und Cream. Apple und Sherry. Peaches und Cream sowie Strawberry und Banana. Wenn ihr auch Banana im Kopf seid, schreibt es mal in die Kommentare. Dann habt ihr Fox Party Rings. Fox
Party Rings. Have you tried Fox Party Rings Minis? Gibt's auch noch. 25 Kalorien per Biscuit. Und das sieht aus wie kleine Mini-Donuts, wenn man sich das so ansieht. Also auch was Süßes. Ich muss sagen, bis jetzt fand ich das Tütchen mit den Flaming Hot am besten. Das lege ich mir mal zur Seite. Dann haben wir hier neu Fruits Skittles Squishy Clouds. Skittles feiere ich total, mag ich, richtig genial Skittles, aber das Squishy Clouds, das ist es nicht wie Skittles, das ist eher wie Schaumstoff, das ist auch viel größer, das ist weich, das ist auch wieder eigentlich eher Gummitierchen, soft und airy. Schmeckt bestimmt ganz toll, ist halt süß, aber für mich wieder irgendwie anders. Was haben wir hier? McFitties Jaffa Cakes mit Cherry Flavor, Cheeky. Das sieht aus wie diese Soft Cakes, die es bei uns auch gibt, mit Kirsch. Ob die jetzt wirklich so sind oder anders, weiß ich nicht, aber Kirsch. Ich bin kein Kirschfreund. Legt man auch mal weg. Dann haben wir hier noch einmal Maltesers Cake Bars. Malteser kenne ich als Schnaps. Das sieht aus natürlich wie eine Mischung aus allen möglichen normalen Riegeln, die es so gibt. Das sind die Maltesers Cake Bars. Die sind vielleicht interessant, wenn ihr Ballisto zum Beispiel habt und packt die in den Schrank rein, in den Kühlschrank und esst sie dann mal. Die sind super genial, keksig und frisch. Vielleicht kannst du das damit auch machen. Hier aber nochmal von Katviowai 4 Bars Whisper Gold. Whisper Gold. Das Cocoa Life Helps Milk Chocolate mit Karamellzender. Ist vielleicht ein bisschen wie Twix, nur ohne Keks. Also irgendwas, ein karamelliger Schokoriegel. Dann ist die Box an sich leer. Werde Teil unserer Community. Vernasche die Welt. Ne? Vielleicht sollte ich mal solche komischen Firmen anschreiben und sagen, ey, wenn ihr mir so eine Box kostenlos schickt, dann packe ich die mal aus und mache Werbung dafür, Bruder. Aber eigentlich bin ich nicht so einer. Wenn jemand auf mich zukommt, ist das was anderes und sagt, ey, wir haben hier neue Samyang-Sorte entdeckt, möchtest du die mal testen? Bin ich gerne dabei. Ansonsten muss man nicht auf jeden Zug aufspringen, aber hier haben wir noch eine Pepsi Max Raspberry Maximum Taste, no sugar. Und das macht's alles kaputt. Ihr nehmt eine süße Box, wo auch ein Limonades drin ist. Und dann freut ihr euch auf die Limonade. Und dann ist das eine Zerro. Und schon wisst ihr ja wieder, wie es schmeckt. Von Pepsi Max habe ich letztens ja gesehen, diese Lime im Rewe, no sugar. Dann hatten wir Pepsi Max mit Mango. Fand ich ultra interessant, aber no sugar. Hat also alles komisch geschmeckt. Noch nie gesehen. Pepsi Max, Raspberry, aber no sugar. Und da wisst ihr schon wieder, was los ist. Trotzdem gut gekühlt, können wir die sich vielleicht auf X reinpumpen und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Das ist Sahadi, Schatz. Alles Gute. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool, das finde ich noch mit am besten. Ne? Guckt nicht dahin, der hat vorhin gepisst und deswegen stellen wir das mal hin. Und das ist mein Favorit aus diesem Paket. Ist klein, wirst du nicht so fett und ist vielleicht noch scharf. Die Bacon What Sits Flaming Hot. Wenn ihr auch schon mal so eine Box gekauft habt oder es vorhabt, schreibt es mir in die Kommentare, aber ich kann auch mir selbst meinen Nahrungsmittel im Supermarkt suchen, wenn Pupsi aber eh noch zwei kriegt, weil sie ja 3 Monate das jetzt machen muss. Vielleicht dürfen wir die anderen zwei auch auspacken. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.